Servus, liebe Freunde der E-Mobilität. Es gibt so ein Gerücht oder so eine, einen Mythos, dass E-Autos mit 800 Volt Technik aus diesem Grund, nämlich wegen der 800 Volt, schneller laden können. Das ist leider, um es mal ganz deutlich zu sagen, absoluter Bullshit. Absolut ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es sind einfache Zusammenhänge. Und ich mache ein kurzes Video dazu, um das mal endgültig auszuräumen. Ich würde sagen, bleibt dran, nach dem Intro wird es dann spannend. Ja, hallo, meine lieben Freunde der E-Mobilität. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem weiteren Video. Heute wird es wieder ein bisschen technisch. Okay, es wird wirklich ganz harmlos. Keine Hardcore-Elektrotechnik, ganz, ganz zart, nur in leichten Andeutungen, ein bisschen, ein paar Zahlen und ein paar Formeln müssen leider sein, geht nicht anders. Ja, und bevor ich beginne, da will ich noch ein bisschen Werbung machen für den Shop Enercap, heißt genauso wie dieser Kanal. Da verkaufen wir Ladestationen, Ladekabel, ist jetzt auch wieder einiges lagern, was so KfW-förderfähig ist, Wattpilot, GoE-Charger und so weiter. Wir haben solche Balkonmodule, die könnt ihr bei uns in der Umgebung, ja, wir können die nicht nach Deutschland schicken oder so. Aber wenn euch das interessiert, in letzter Zeit sind die ziemlich gefragt. Coole Sache, amortisiert sich wahnsinnig schnell. Da muss ich mal ein bisschen ausführlicheres Video, glaube ich, drüber machen mit Shelly-Plug und lauter so Sachen. Gibt es ganz coole Dinge mit Monitoren und so. Wirklich super Sache. Ja, aber das soll es jetzt mal gewesen sein. Eigenwerbung, das muss reichen. Gut, 800 Volt Technik. Okay. Ich muss ein bisschen ausholen, weil die Grundbegriffe, die elektrischen Grundbegriffe, die sind meistens nicht ganz so geläufig. Ja? Schaltet nicht weg, es dauert nicht lang. Was sind denn überhaupt Volt? Volt, das ist die Einheit der elektrischen Spannung. Ja, es geht um Elektrizität, es gibt keine Stromspannung, es gibt elektrische Spannung und es gibt einen elektrischen Strom. Gut, und diese Spannung, macht da immer die Analogie oder eine gute Erklärung ist ein Wasserschlauch zum Beispiel. Ja? Und wenn ihr auf diesem Schlauch einen hohen Druck habt, dann habt ihr sozusagen eine hohe Spannung. Das ist im Prinzip das Gleiche, das ist sozusagen das Potenzial, so heißt es auch. Das heißt, es ist das Vermögen, dass überhaupt ein Strom fließen kann. Wenn ihr nämlich keine Spannung habt, dann gibt es auch keinen Strom. Das ist sozusagen der Druck, der für den Stromfluss sorgt. So, und dann gibt es noch was Zweites, eben den Strom, das ist der eigentliche Strom, ob das jetzt der Wasserstrom oder der elektrische Strom ist, ist im Prinzip auch ziemlich egal. Und jetzt gibt es noch einen super Zusammenhang, nämlich ganz wichtig, es geht auch immer um den Widerstand. Habt ihr nämlich einen sehr hohen Widerstand, wie zum Beispiel ein isolierter Leiter. Ihr nehmt jetzt das nächste x-beliebige Stromkabel in eurer Umgebung in die Hand. Da drinnen habt ihr 230 Volt. Ihr könnt da draußen draufgreifen und es passiert euch gar nichts. Warum? Weil die Isolierung einen sehr, sehr hohen Widerstand hat. Es fließt zwar theoretisch ein marginal winziger Strom, aber der ist so klein, weil der Widerstand so groß ist. Das heißt, es hängt vom Widerstand ab. Und wenn ihr jetzt einen Leiter habt, dann könnt ihr durch einen dicken Leiter mit viel Querschnitt oder durch einen dicken Wasserschlauch bei gleicher Spannung, bei gleichem Druck, mehr Stromdurchfluss realisieren. Denn beim Stromdurchfluss oder beim Wasserdurchfluss sinkt dann das Potenzial, also die Spannung oder der Druck. Ja, immer, das ist immer die Analogie, das funktioniert super. Könnt ihr euch vorstellen, so ein Schlauch, am Anfang habt ihr den angekuppelt, da sind 3 Bar drauf aus dem Wasserleitungsnetz und am Ende, wenn ihr einen freien Auslauf habt, dann habt ihr dort 0 Bar Überdruck. Ja, und diese 3 Bar werden auf dem Weg des Wassers durch den Schlauch einfach abgebaut, das wird in Wärme umgewandelt. Und das Gleiche ist bei einem elektrischen Stromkreis. Da die Spannung wird auf dem Weg durch den Leiter einfach abgebaut und der Strom führt zu einer Erwärmung. Und der Strom ist umso größer, je größer die Spannung ist und ist umso größer, je kleiner der Widerstand ist. Mit dem Schlauch, finde ich, glaube ich, kann sich das wirklich jeder vorstellen. So. Was hat das jetzt mit der Schnelllade oder der Ladefähigkeit von einem Akku zu tun? Im Grunde gar nichts. Aber warum? Ja, da entsteht jetzt dieser Irrtum, dass viele sagen, ja, aber hast du ja gerade erklärt, hohe Spannung, kleinerer Strom, ja, weil, so, jetzt noch was ganz Wichtiges, jetzt können wir leider den
den Kontext zum Wasser nicht mehr so leicht herstellen, aber beim Strom, einfache Rechnung, die elektrische Leistung ist, also ich sage auch Strom, ich meine damit Elektrizität, die elektrische Leistung ist einfach das Produkt, also die Multiplikation aus Spannung und Strom. Zum Beispiel 800 Volt mal 10 Ampere, ja, sind 8 Kilowatt, mal 100 Ampere wären 80 Kilowatt, also 800 mal 100 sind 10.000 und das sind 10.000 Watt, sind 10 Kilowatt. Gut, und da könnte man jetzt sagen, ja, aber ja, genau, mit 400 Volt brauche ich ja, um die gleiche Leistung zu erreichen, doppelt so viel Strom. Das ist schon richtig, aber das betrifft ja im Prinzip nur die Ladestation und bis zum Auto. Denn im Auto habt ihr immer Zellen, die irgendwo in der Größenordnung von 4,2 Volt Zellspannung haben. Lithium-Ionen-Akkus, ja, je nach Chemie, sagen wir mal 4,2 Volt. Ihr habt aber zum Beispiel Tesla Model 3, habt ihr so ungefähr 400 Volt noch dazu. Das hängt dann natürlich davon ab, ist die Zelle leer, ist die Zelle voll. Wenn sie leer ist, hat sie eine geringere Spannung. Wenn sie voll ist, hat sie eine höhere Spannung. Das ist durchaus ein großer Unterschied. Und wie gesagt, die einzelne Zelle hat nur so wenig Spannung. Wenn ihr jetzt 400 Volt haben wollt, wie zum Beispiel bei Tesla, dann müsst ihr entsprechend viele Zellen hintereinander schalten. Das erhöht sich dann jeweils, wenn ihr 2 mal 4,2 hintereinander schaltet, dann habt ihr 8,4 und das geht immer so weiter. Wenn ihr, dann habt ihr eine bestimmte Kapazität, weil die Zelle hat eine bestimmte Größe und damit einen bestimmten Energieinhalt. Ja? Der Energieinhalt wird natürlich mit jeder Zelle mehr und die Spannung wird auch mit jeder Zelle, die ihr hintereinander schaltet, mehr. Aber es ist für die Gesamtkapazität des Akkus ist es vollkommen unerheblich, ob ihr jetzt alle Zellen parallel schaltet und einen Akku dann habt mit 4,2 Volt oder ob ihr alle in Serie schaltet und dann entsprechend eine hohe Spannung habt, ja, ist vollkommen egal. Die gleiche Anzahl der Zellen ergibt die gleiche Akkukapazität. Der Vorteil ist nur, wenn ihr mehr in Serie habt, dann habt ihr zwar nicht auf der Zelle andere Bedingungen, denn das ist auch wieder klar, wenn ihr nämlich alle parallel schaltet und ihr fahrt damit dann entsprechend höheren Strom rein, dann teilt sich der ja wieder auf alle Zellen auf und auf Zellebene hat sich nichts geändert. Der Strom pro Zelle bleibt gleich bei gleichen Außenbedingungen, also ihr fahrt damit einer bestimmten Leistung hinein in den Akku und dann ist es vollkommen egal, ob die Zellen hintereinander oder parallel geschaltet sind. Pro Zelle habt ihr die gleichen Bedingungen, die gleiche Spannung pro Zelle und ihr habt den gleichen Strom pro Zelle. Da ändert sich nichts dran. Aber was ändert sich jetzt? Es ändert sich eben das Außen. Wenn ihr einen Akku so verschaltet, die Zellen so verschaltet, weil sie sind ja, ihr habt ja nicht nur dann Zellen in Serie, hintereinander in Reihe, ihr habt dann diese Serien auch noch parallel. Ja? Wie gesagt, ändert nichts an der Kapazität. Aber wenn ihr das so verschaltet, dass ihr eine hohe Spannung habt, also genug Zellen hintereinander, dann müsst ihr von außen nicht mit so hohen Strömen drauf fahren. Das heißt, es gibt ein bisschen Vorteile bei der Ladestation. Könnt ihr, das haben wir ja vorhin gerade gesagt, Strom heißt Erwärmung. Das Dumme dabei ist, dass die Erwärmung noch dazu mit dem Quadrat des Stroms zunimmt. Da gibt es die einfache Formel. Verlustleistung ist Widerstand, wird mit R abgekürzt in Ohm, mal Strom zum Quadrat. Lasse ich jetzt die Herleitung, warum das so ist. Elektrotechniker wissen Bescheid. Aber ihr könnt euch merken, doppelter Strom, vierfache Wärmeverluste. Die Verluste sind immer Wärme. Die Elektronen verursachen in den Leitern einfach Wärme. Wenn ihr also jetzt mit dem halben Strom da reinfahren müsst, nur weil ihr die doppelte Spannung habt, dann habt ihr bei allem, was außen ist, also nicht im Akku selbst, aber alles, was außen ist, habt ihr nur ein Viertel der Verlustleistung. Und die geringeren Ströme sind leichter zu handeln. Es gibt aber eine Grenze, und zwar, die meisten wissen ja auch nicht einmal, wie die Spannungen richtig heißen. Es gibt die sogenannte Niederspannung, die haben wir in unseren Netzen. Die geht von der sogenannten Sicherheitskleinspannung, das sind bei Wechselstrom, so schlag mich jetzt bitte nicht, wenn es nicht ganz stimmt, 63 Volt, glaube ich, ist sogenannte Sicherheitskleinspannung. Dann geht es rauf bis 1000 Volt, das ist die sogenannte Niederspannung. Und in diesem Bereich ist es noch relativ preisgünstig und relativ einfach, elektrische Geräte zu bauen, genehmigt zu bekommen. Isolationsmaßnahmen steigen trotzdem mit der steigenden Spannung, müsst ihr mehr isolieren.
Die Funkenstrecken werden länger, ja, gewisse Abstände müssen größer werden. Es gibt gewisse mehr an Sicherheitsauflagen, denn die große Gefahr von höherer Spannung ist eben höhere Ströme. Und höhere Ströme sind eben gefährlich für Leib und Leben und auch brandgefährlich natürlich. Auch höhere Spannungen bedingen auch grundsätzlich eine etwas höhere Brandgefahr. Also es hat auch gewisse Nachteile. Wie gesagt, die Ladestation muss dann weniger Strom abgeben, aber dafür eben mehr Spannung. Die meisten können mittlerweile so im Bereich 920 Volt, so bis, das steht so meistens drauf, könnt ihr nachschauen, auf den Ladestationen stehen so kleine, sind so kleine Typenschilder meistens ganz unten. Da steht dann drauf, was kann die Spannung oder was kann die Station primärseitig, das heißt eingangsseitig, und was kann sie sekundärseitig, also ausgangsseitig, welche Spannung, welchen Strom. Oft können sie auch nicht bei jeder Spannung jeden Strom, also oft bei den hohen Spannungen dann nicht mehr ganz die hohen Ströme, hängt davon ab. Aber es ist potenziell etwas einfacher, mit 800 Volt eine Ladestation zu bauen. Und das bezieht sich jetzt, wie gesagt, alles nur aufs Laden. Beim Fahren gibt es auch noch einen kleinen Vorteil. Ihr müsst dann zum Motor hin kleinere Querschnitte verbauen. Kupfer braucht ihr genauso viel im Motor. Ihr braucht dann halt eine andere Anzahl von Windungen und dann ändert sich der Querschnitt der Motorwicklungen. Aber am Ende bleibt in etwa der Kupferbedarf gleich. Ja, ihr müsst dann auch, weil ihr braucht gewisse Ströme für die Magnetisierung eines Wechselstrommotors, also eines Induktionsmotors. Das ist eine eigene Geschichte. Also da bringt es nicht so wahnsinnig viel. Und ein großes Problem ist noch mit dieser ganzen 800-Volt-Technik verbunden, nämlich wenn ihr diesen Akku dann an einer Ladestation laden wollt, die nur 400 Volt kann, dann gibt es natürlich ein Problem, denn der Akku braucht ja 800. Was fängt er dann mit 400 an? Und dann braucht ihr im Auto einen DC-Wandler. Jetzt kommt immer wieder, manche sagen, ja, warum kann ich den Akku dann, das hast du jetzt erklärt, hintereinander geschaltet und so, da mache ich die Blöcke so, dass ich die trennen kann und dann kann ich die ja parallel laden. So, da entsteht jetzt ein ganz neues Problem. Wenn ihr zwei, ob das jetzt Einzelzellen sind oder Riesenblöcke, wenn ihr die auf einmal, wenn die nicht parallel miteinander verschalten waren und jetzt schaltet ihr sie aber parallel aufeinander, dann müssen diese Blöcke absolut gleiche Spannungen haben, sonst fließen sogenannte Ausgleichsströme. Ihr könnt euch das so vorstellen, ihr habt zwei Gefäße mit unterschiedlichem Wasserstand, eine fette Verbindung dazwischen, ja, eine richtig große Verbindung, also nicht ein kleines Schläuchlein, sondern eine richtig fette Verbindung und die habt ihr abgesperrt. Und wenn da unterschiedlicher Stand drinnen ist und ihr macht diese Absperrung auf, das wäre dieser sozusagen dieser Schütz, der auf einmal die zwei Blöcke anders verschalten soll, statt hintereinander werden sie auf einmal parallel geschalten. Dann macht ihr diese Verbindung auf und dann fließt voller Ausgleichsstrom dort, wo mehr drinnen ist, in den anderen rein und dann habt ihr Ströme, die können den Akku zerstören. Damit kann man die kaputt machen. Das ist auch generell so, wenn ihr Akkuzellen parallel schalten wollt, dann müssen die ungefähr auf dem gleichen Niveau sein, Spannungsniveau, damit diese Ausgleichsströme nicht fließen. Und noch ein Effekt tritt auf: Ihr habt unterschiedliche Alterungen normalerweise und ihr habt unterschiedliche Kapazitäten, ihr habt unterschiedliche Innenwiderstände, das heißt, er braucht dann auch wieder ein bisschen anderes Batteriemanagement, das dann umschalten könnte. Also das ist alles ziemlich kompliziert, das so zu verschalten, dass man die Blöcke von der Serienschaltung lösen, auf einmal in eine Parallelschaltung umschalten könnte. Das ist alles sehr aufwendig. Soweit ich weiß, ohne mich jetzt wirklich ganz genau im Detail damit beschäftigt zu haben, beim Taycan weiß ich es, der hat einen DC-Wandler. Beim Ioniq 5 schreibt es gerne unten rein. Ich habe es noch nicht recherchiert, wie es der Ioniq 5 macht, aber normalerweise müsste der auch einen DC-Wandler haben. Vielleicht hat das irgendwie anders gelöst. Belehrt mich gerne eines Besseren. Das waren hier eher nur Basics. Wie das jetzt im einzelnen Fahrzeug gelöst ist, habe ich wie gesagt nicht recherchiert. Bin ich aber gerne lernbereit, wenn jemand auch ein gutes Video vielleicht dazu hat. Verlinkt mir das gerne unten, das schaue ich mir dann an und können wir da ja weiter ein bisschen drüber diskutieren. Ja, ich hoffe, das hat jetzt ein bisschen so Licht ins Dunkel gebracht, hat jetzt doch ein paar Minuten länger gedauert, aber ist eben so. Und ich denke aber, es ist sehr interessant, weil das ja immer wieder kommt. Und wenn euch solche Videos interessieren und auch andere Dinge rund um die E-Mobilität, vielleicht auch manchmal irgendwas Lustiges, kommt hier auch auf dem Kanal, dann abonniert gern diesen Kanal. Würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao.